Hey Leute, ich habe mir jetzt auch mal Halloween-Dekoration gekauft. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Und ja, ein Blick auf den Kalender sollte schon sagen, dass Halloween eigentlich vorbei ist, aber ey, ich bin nicht in den Laden gekommen und außerdem passen Spinnenweben mit kleinen Spinnen auch sonst so zu Harry Potter, was bedeutet, dass ich diese Spinnenweben eigentlich auch nach Halloween im Regal hängen lassen kann. Oder? Ja, finde ich nämlich auch, weil in Harry Potter sind auch Spinnen vorgekommen und Spinnenweben. Ja, also sollte da keiner das kritisieren, hoffe ich, auf jeden Fall. Ja, wo befinden wir uns gerade, beziehungsweise was wird in dieser Folge passieren? Das ist jetzt hier natürlich die große Frage. Und ja, damit wir da alle nochmal kurz auf den neuesten Stand der Dinge kommen, würde ich sagen, gucken wir mal gerade hier kurz in unsere Aufgabenliste. Und die sagt mir, dass wir aktuell in Kapitel 34 sind. Letzte Folge haben wir ja das Finale von Kapitel 33 abgeschlossen. Und ja, als nächstes müssen wir uns mit Tonks und Jay in der Eulerei treffen. Daneben natürlich auch noch zwei Lektionen, die ich bereits, ja, vorbereitet habe, Leute. Ich war ein bisschen fleißig unterwegs in den letzten Tagen. Und ja, wir haben immer noch die Nebenquest hier mit Hagrid, der in einer der letzten Folgen eine dunkle Hexe getroffen hat. Und ja, irgendwie war die mir auch nicht so ganz geheuer. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das Ganze? Und wird sie es wirklich schaffen, aus unserem chinesischen Feuerball einen Ledermantel zu machen? Ja, da müssen wir auf jeden Fall gegen vorgehen. Und wir haben immer noch hier die Quidditch-Aufgabe, nämlich Kapitel 11, was wir jetzt auch seit der letzten Folge freigeschaltet haben. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal damit, die Aufgabe mit Hagrid weiterzumachen. Ab zu Penny und ja, dann lasst uns mal den Trank brauen. So, hallo Penny. Oh, es ist noch... Es ist Unterricht, okay. Ja, alles klar, Leute. Da müssen wir jetzt anscheinend in einer Unterrichtsstunde mit Penny einen Feuertrank brauen oder sowas in der Art. Hoffentlich macht es dir nichts aus, dass ich auf eigene Faust Nachforschungen angestellt habe. Nein, Penny. Bei dir würde mir das nie was ausmachen. Keineswegs. Schwebt dir irgendein Zaubertrank vor, mit dem wir chinesischer Feuerball... Wir müssen ihm dringend einen neuen Namen geben, Leute. Zum Feuerspucken bringen können. Ich habe mein Buch über Zaubertränke immer wieder gelesen, aber es wurde leider nicht für Drachen geschrieben. Ich kann nicht garantieren, dass es funktionieren wird, aber ich habe eine Spur. Das könnte unsere einzige Chance sein. Wir sollten alles ausprobieren, das ihm irgendwie helfen könnte. Weißt du noch, als wir den Aufpäppeltrank im Unterricht gebraut haben? Moment... Nein. Wenn wir das Rezept für den Drachen anpassen, können wir ihm seine Energie vielleicht zurückgeben. Ein Erkältungsmittel? Das ist brillant, Penny. So wie du immer bist. Aber wird ein Zaubertrank für Menschen auch an einem Drachen wie chinesischer Feuerball funktionieren? Wir müssen ihn nur stark genug machen. Ich habe mir das Rezept angesehen und schon ein paar Ideen, wie wir einen Trank für ihn brauen können. Crib möchte den Drachen möglichst schnell kaufen. Genau, das war übrigens die dunkle Hexe, Leute, die sich aus dem chinesischen Feuerball einen Drachenledermantel machen möchte. Ich weiß, ganz schön makaber. Haben wir genug Zeit für einen Plan? Es wird knapp, darum habe ich schon alle Zutaten gesammelt. Wow, Hogwarts Mystery. Bin ja beeindruckt. Normalerweise müssen wir immer 200 Kapitel machen, um alle Zutaten zu sammeln. Und jetzt war Penny sogar so fleißig und hat alle schon vorher gesammelt. Aber Daumen nach oben geht dafür auf jeden Fall raus. Ich habe möglichst viel vorbereitet, aber bei der Zubereitung werde ich definitiv deine Hilfe brauchen. Lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen? Lass uns anfangen? Ist ja auch egal, dann hinterfragt doch die Grammatik in diesem Spiel nicht, meine Güte. Okay, dann hoffen wir jetzt einfach mal darauf, dass das jetzt keine 8 Stunden dauert. Yay, Dankeschön Spiel und let's go. Ja, übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube, in den letzten Tagen im Off, ich glaube, das war nicht während einer Folge, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, schreibt mir das gerne in die Kommentare, sollte ich mich gerade täuschen, aber ja, ich habe in den letzten Tagen wieder ein neues Level erreicht, ich bin jetzt Level 65 im Spiel, und ja, auch bei den Clubs bin ich, glaube ich, auch im Off bei einem Club weitergekommen, ich glaube, der Drachenclub, aber wenn ihr möchtet,
Also, ich weiß nicht, ob ihr möchtet, weil das würde ich eh erst später erfahren, weil ihr Sven schon in die Kommentare schreiben würdet. Dann zeige ich euch das gerne. Oder ich zeige es euch einfach so gleich. Ja, das ist eine gute Idee, Daniel. Also, ich zeige euch gleich mal, wie mein aktueller Stand der Dinge ist, damit ihr das wieder so ein bisschen abgleichen könnt mit eurem Fortschritt vielleicht. Und ja, unser Ziel ist jetzt natürlich wieder einige Clubpunkte zu bekommen. Denn wir sehen hier beim Drachenclub bin ich kurz vor einem Level-Up. Und ja, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich dann wieder einen neuen Dekoartikel in unserem Clubraum, der gar nicht so unnötig ist, weil, ja, man kriegt dort Münzen, Futter und Energiepunkte abwechselnd, also je nachdem, es ist wohl anscheinend Zufall. Und das ist natürlich super hilfreich, weil, naja, ich als jemand, der sehr, sehr viel eben auch auf diese Energiepunkte angewiesen ist, eigentlich wie jeder in diesem Spiel, ja, kann da natürlich ordentlich von profitieren. So, dafür kriegen wir nochmal 50 Münzen, Leute, yay, und einsammeln. Und das sollte es gewesen sein. Wir haben eine Portion Aufpäppeltrank für einen chinesischen Feuerball. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Ich darf nicht daran denken, was ansonsten mit chinesischer Feuerball passiert. Ich habe noch nie einen Trank für einen Drachen gebraut und glaube, dass wir alles richtig gemacht haben. Aber ich habe immer noch Zweifel. Hast du darüber nachgedacht, was du tun wirst, wenn dieser Zaubertrank nicht wirkt? Ich werde mit Crib verhandeln. Ich werde mit dem Besitzer reden. Ich werde ihn auf... Nein, Leute, um Gottes Willen, ich werde ihn nicht aufgeben. Aber würde ich mit Crib reden? Oder würde ich mit dem Besitzer reden? Oder mit Crib verhandeln, besser gesagt. Also ich glaube, mit einer dunklen Hexe zu verhandeln ist nicht unbedingt vorteilhaft. Vor allem, weil sie wahrscheinlich illegale Dinge von mir will. Und ich glaube, ich bin im Spiel noch relativ jungfräulich. Deswegen würde ich sagen, ja, reden wir mit dem Besitzer. Ich denke mal schon, dass er eventuell doch irgendwas Gutes für seinen Drachen haben wollen würde. Auch wenn er ihn einfach nur verkauft hat, nur weil der Arme kein Feuer spucken kann. In diesem Fall müssen Hagrid und ich mit dem Besitzer von chinesischer Feuerball reden. Was ja eigentlich ich bin, weil ich ihn eigentlich mit Büchern gekauft habe. Hogwarts Mystery. Aber ist okay, sprecht mir diesen Besitz ruhig ab. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du einen Drachen kaufen kannst, oder? Ich hab ihn schon gekauft. Will ich ja nur mal gerade ganz kurz anmerken. Nein, aber sein Besitzer will bestimmt auch nicht, dass ihm irgendwas zustößt. Hoffentlich werden wir das nicht herausfinden müssen. Wir müssen sicherstellen, dass dieser Zaubertrank wirkt. Wie genau hast du vor, chinesischer Feuerball den Zaubertrank zu verabreichen? Es wird bestimmt nicht einfach, einen Drachen dazu zu bringen, den Trank zu trinken. Ich könnte ihm den Trank unter sein Futter mischen oder mit einem Leckerli geben. Das könnte klappen. Ja klar, das klappt ja auch bei jedem Hund da draußen. Aber sei vorsichtig, der Zaubertrank darf auf keinen Fall den Geschmack des Futters überdecken, mit dem du ihn vermischt. Der Aufpäppeltrank schmeckt nach Pfeffer. Wenn der Drache den Geschmack nicht mag, wird er ihn nicht trinken. Hoffentlich werden wir mit diesem Trank Erfolg haben. Wir sollten ihn schnell zu Hagrid... Warum läuft die Schülerin jetzt zum dritten Mal hier hoch und runter, Spiel? Die verwirrt mich, die lenkt mich schon die ganze Zeit ab, diese rothaarige Schülerin. Schon das dritte oder vierte Mal läuft die von da oben hier runter. Glauben auch, ich krieg das nicht mit. Wir sollten ihn schnell zu Hagrid... Jetzt läuft die wieder nach oben, provozier mich doch nicht. Wir sollten ihn schnell zu Hagrid und chinesischer Feuerball bringen. Ja, das sollten wir in der Tat, Leute. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ein Aufpäppeltrank da überhaupt sinnvoll ist. Und hey, ich könnte sogar direkt das nächste Level machen, weil wir den Feuerball schon auf... Da läuft die einfach schon wieder runter. Ey, ich schwör's. Ich merke mir dieses Gesicht, Leute. Ja, aber wir haben ihn schon auf Level 6. Also von daher könnten wir theoretisch, aber... Oh, jetzt habe ich nicht auf Weiter gedrückt. Wenn du dich mit dem Drachen anfreunden kannst... anfreundest, kannst du ihn besser trainieren. Ah, das ist doch schön, Hagrid. Ja, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Wir gucken nochmal kurz auf die Aufgabenliste. Wir sind jetzt aktuell bei Aufgabe 10 von 11. Wir sind also fast fertig damit. Noch zwei Aufgaben. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze zu Ende gehen wird. Gerade weil eine dunkle Hexe dabei ist, könnte das noch sehr, sehr spannend werden, Leute. Aber, ihr ahnt es schon, wir werden jetzt natürlich auch weiter mit der Hauptstory machen. Wo wir in die Eulerei müssen, zu Tonks und Jay, um einen Plan zu perfektionieren. Der wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich als Patricia Rakepick mich in die Geheimorganisation schleichen muss. Ach, das wird... Ich werde sowas von sterben, Leute. Los geht's. Okay. Moment mal, warum soll ich mit Eulen reden?
Also klar, im Real Life rede ich auch mit meinen Haustieren, also mit meinen Katern. Ja, tu ich wirklich. Hallo Muni, na, alles klar bei dir? Hey, du kleiner Fratz. Hallöchen, du kleiner Fratzi, Fratzi, Fratzi. Du bist gerade in der Hogwarts Mystery Folge. Und hallo Krummi. Oh, du kleiner süßer Krummbart. Und auch mit dem Hund meiner Eltern. Aber ich glaube, das ist was anderes. Hallo, du Eule. Ja, Hut zurück, du Eule. Und was willst du mir sagen? Heul. Sagt man das so oder dann... Wee. Schreibt mir mal in die Kommentare, Leute. Soll ich das lesen oder soll ich das nachahmen? Also Heul lesen oder... Wee. Das ist wichtig. Das ist super wichtig. Ja, aber auch du. Hallo, Eule. Ja, hi, Tongs. Ich habe mich gerade mit den Eulen unterhalten. Ja, okay. Mit dem Onesie kommt das, glaube ich, gar nicht so seltsam rüber. Oder noch seltsamer. Du wirst einen Vielsafttrank trinken, um dich als Rakepick auszugeben? Das ist riskant, aber ziemlich genial. Penny meinte, das sei einer der kompliziertesten Tränke, die sie je gebraut hat. Wir müssen sicherstellen, dass der Trank bis zum Treffen von fertig wird. Es ist eine Sache, wie Rakepick auszusehen, Betonung und so. Aber du musst dich auch wie sie verhalten. Und darum habe ich meine Zeit genutzt, um alles über Rakepick in Erfahrung zu bringen. Wenn der Trank fertig ist, kann uns nicht einmal mehr Rakepicks eigene Mutter unterscheiden. Intelligent. Aber dieses Mal steht unser aller Leben auf dem Spiel. Woher wissen wir, dass du es wirklich fertig bringen wirst? Selbstvertrauen ausstrahlen, verdächtig verhalten, verärgert spielen. Ja, Selbstvertrauen ausstrahlen, würde ich sagen, ne? Weil das Selbstvertrauen, was ich ausstrahle, färbt vielleicht dann auch auf meine DA ab. Also auf die Leute hier. Ja, würde ich sagen, ist eine gute Taktik. Vor allem, wie ich jetzt wieder da stehe. Oh mein Gott, nein. Oh, Cringe-Alarm. Cringe-Alarm. Ja, Leute. Zweifelt ihr an meiner Entschlossenheit? Patricia Rakepick schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Perfekt. Bravo, du scheinst wirklich geübt zu haben. Danke, ich gebe mir größte Mühe, um Rakepicks Angewohnheiten zu imitieren. Werden unsere Verkleidungen bereit sein, wenn der Vielsafttrank fertig ist? Ich werde mich als schwarze Hexe verkleiden. Um mich musst du dir also keine Sorgen machen. Aber was genau haben wir vor, wenn wir dort sind? Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Lasst uns jetzt die Details durchgehen. Zum x-millionsten Mal. Ja, Leute, und wahrscheinlich ist das eine... Oh, wow, keine 8-Stunden-Aufgabe. Ich bin beeindruckt, Spiel. Ja, also ist es anscheinend so, dass ich mit Jay und Tongs zusammen diese Mission erledigen werde? Ich werde mit diesen beiden Leuten zu gehen und Patricia Rakepick nachahmen, während die beiden irgendwelche dunklen Zauberer spielen? Leute, ich freue mich enorm auf diese Aufgabe. Ich ahne zwar schon, dass das noch ein bisschen dauern wird, weil, naja, es sind noch ein paar Kapitel im Jahr 6 vorhanden. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Mission so das grande Finale von diesem Schuljahr wird. Aber ich bin schon sehr aufgeregt, vor allem, weil ich mir kaum vorstellen könnte, dass das Ganze nicht mit einem heftigen Plot-Twist endet. Weil ich meine, ja, 5 hat schon ordentlich vorgelegt. Ich meine, hey, Rakepick hat sich als dunkle Magierin herausgestellt. Wir haben meinen Bruder wieder getroffen. Wir haben gegen einen ungarischen Hornschwanz gekämpft. Ne, also es ist ja mega viel passiert. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Spiel die Motivation hat, sich in diesem Bereich eventuell steigern zu wollen. Weil wäre ja irgendwie blöd, wenn das 5. Jahr so voll spektakulär zu Ende ging. Und dann das 6. Schuljahr im Verhältnis voll lahmarschig zu Ende geht. Weil die wollen ja auch, dass man Bock auf das 7. Schuljahr bekommt. Und ja, deswegen gehe ich schon davon aus, dass uns da etwas sehr, sehr Großes erwarten wird. Ob ich da recht behalte? Wir werden es sehen, Leute. Oder ihr werdet sehen. Wir werden es sehen. Wenn ihr dabei sein wollt, natürlich. So, zuhören nochmal. Und damit haben wir diese Aufgabe auch abgeschlossen. Sehr schön. Ja, Spiel. 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 Ach ja, hallo Spiel. So, dafür kriegen wir nochmal 50 Münzen und einsammeln. Jeder hat seine Verkleidung und der Plan ist klar. Bevor wir in der Nocturngasse ankommen, trinke ich den Zaubertrank und verwandle mich in Rakepick. Tongs, du achtest vor dem Geschäft auf ungewöhnliche Aktivitäten. Das klingt nach einer Aufgabe für mich. Jay, du bleibst an meiner Seite mit einem Tarnumhang und hältst Ausschau nach verdächtigen Dingen. Ja, Daniel.
Hatten wir nicht letztes Mal die Idee mit einem Tarnumhang uns da reinzuschleichen und wurden dann von Mad-Eye Moody erwischt und der hat uns dann gesagt, dass es eine ziemlich bescheuerte, lebensmüde und riskante Idee war? Warum lasse ich jetzt Jay mit einem Tarnumhang mitkommen? Logik und so. Naja, vielleicht ist Jay auch einfach nicht so wichtig für mich. Naja, vielleicht ist er auch einfach nur... meine Zielschei. Oh Gott, wie böse. Wir werden uns in ein geheimes Treffen einer Verschwörung schwarzer Magier schleichen. Dort wird alles verdächtig sein. Ich glaube, wir sollten etwas optimistischer sein, Jay. Ich bin bereit für meinen Teil, aber macht sich irgendjemand Gedanken darüber, was passiert, wenn wir auffliegen? Du hast einen Tarnumhang. Solange du nicht im Weg stehst und keinen Laut von dir gibst, kann dir nichts passieren. Ja, Daniel, das sieht Mad-Eye Moody anders. Aber ich verstehe, was du meinst, Jay. Gemeinsam sind wir stark und wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Gibt es noch irgendjemanden, der uns helfen könnte? Ja, also ich gehe davon aus, meine Freundesliste ist relativ lang. Wer auch immer es ist, wir müssen ihm vertrauen können. Wir können uns keine undichten Stellen erlauben. Wir müssen unsere Helfer gut auswählen. Es könnte gefährlich werden und wir brauchen Leute, die unter Druck gut reagieren. Also wenn ich jetzt die Wahl bekomme, wer noch mitkommen soll, dann hätte ich auf jeden Fall... Dann würde ich auf jeden Fall nicht Delancer mitnehmen. Eigentlich auch nicht Jay, weil Jay hat sich beim letzten Mal auch sehr seltsam verhalten. Weshalb ich mir bei seiner Person auch nicht unbedingt mega sicher bin. Aber ja, und Ben natürlich auch nicht, aber das hat andere Gründe. Ja, aber Lancer auf keinen Fall, Leute. Die habe ich sowas von auf dem Kicker. Bin mir absolut sicher, dass da uns irgendwas am Ende erwarten wird. Dann ist die Auswahl nicht besonders groß. Oh, hi Talbot. Ja, du kannst mitkommen. Kümmert euch nicht um mich. Ich bin nur hier, um den Vögeln ihr Abendessen zu bringen. Ist gerade kein guter Zeitpunkt. Vielleicht war dein Timing sogar perfekt. Ja, kommt Leute, nehmt den mit, nehmt den mit. Oh nein, warum sagen die denn jetzt nichts? Oh, Menno, die warten jetzt bis zur nächsten Folge darauf. Ja, aber ich hoffe, Talbot kommt trotzdem mit. Mit Talbot sprechen. Ich muss mich noch um die Vögel kümmern. Danach können wir uns gerne treffen. Wir haben uns schon getroffen. Wir sind gerade zusammen hier, weißt du, Talbot. Aber okay, kein Problem. Ist nicht so schlimm, wenn du das nicht kapierst. Ja, aber ich hoffe wirklich sehr, dass Talbot jetzt mit dabei sein wird. Weil, naja, er wäre ein sympathischer Zeitgenosse, der mir da auf jeden Fall nicht auf die Nerven gehen würde, wie andere Leute, die ich jetzt nicht namentlich nenne. Hust. Ja, aber ich hoffe, dass das Ganze auf jeden Fall eine erfolgreiche Tour wird. So, als nächstes müssen wir also mit Talbot in den drei Besen sprechen. Und ja, dann haben wir wie gesagt noch beide Lektionen und ja, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber wie versprochen, Leute, gucken wir jetzt nochmal gerade hier auf meine, ja, Statistiken. Und wie ihr sehen könnt, ach ja, genau, ich habe bei Empathie Level 42 erreicht. Das ist eine Neuigkeit. Und ja, ansonsten bei den Kreaturen bin ich auf dem gleichen Stand. Und ich glaube, hier bei den Clubpunkten können wir auch nochmal gerne kurz drauf gucken. Da bin ich kurz vor Aufstieg 3 hier. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was für einen Dekoartikel ich dann bekomme. Weil beim letzten Mal hier bei diesem Aufstieg haben wir ja, glaube ich, dieses Gemälde bekommen. Und ja, jedes Mal kann ich mir jetzt da Energiepunkte, Futter oder, ja, Münzen holen. Das ist also definitiv vorteilhaft. Und ich hoffe mal, dass es hier dann wieder so etwas in der Form gibt. Aber ja, Leute, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich bin schon mega gespannt, wie es jetzt insgesamt auf, also vor allem in der Hauptstory weitergeht. Und vor allem auch bei Hagrids Nebenquest und auch bei Quidditch natürlich. Wenn ihr die Fortschritte nicht verpassen wollt, insbesondere bei der Hauptstory, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Auch gerne ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Hogwarts Mystery am Mittwoch um 16 Uhr auf meinem Kanal, Leute, oder davor zu anderen Videos. Genau. Schönen Tag euch allen, Leute. Ciao!